Als ich mit einer Delegation aus Amerika gesprochen habe, wurde ganz klar gesagt, eine der Stärken Deutschlands, die man aus Amerika sieht, sind die gut ausgebildeten Facharbeiter. Das sollten wir mal so sehen. Dennoch wird es nicht reichen. Wir müssen mehr tun, denn wir haben ja hohe Ambitionen. Wir wollen ja weiter an der Spitze sein. Insgesamt sind die Arbeitsmarktsignale im MINT-Bereich sehr gut. Die Einkommen sind in den letzten Jahren gestiegen. Nahezu alle MINT-Akademiker sind unbefristet beschäftigt, viele in Führungspositionen. Die Mehrzahl der Manager in der Industrie haben einen MINT-Abschluss. Und erst an zweiter Stelle kommen die Wirtschaftswissenschaftler in den Managementberufen. Fachkräftemangel wird prognostiziert, dass immer mehr zunimmt. Auch im Moment haben wir schon eine Kluft. Und wir merken es einfach auch an unseren Absolventen. Also ich selber komme aus der Fakultät Informatik, Wirtschaftsinformatik. Die haben alle eigentlich schon nach der Praxisphase, nach dem Praxissemester mehr oder weniger einen Arbeitsvertrag in der Tasche. Für mich war es relativ klar, dass ich Physik studiere, weil ich mich da schon immer ziemlich für interessiert habe, für Mathematik. Aber ich glaube, für viele andere ist auch irgendwie eher nur so eine Hemmschwelle da. Also ich meine, viele interessieren sich sowieso gar nicht für Physik und manche, die sich schon für Physik interessieren, denken, das ist halt irgendwie viel zu schwierig für mich und die kommen da gar nicht erst auf den Gedanken, das wirklich zu studieren. Andererseits wissen sie auch gar nicht so genau, was man damit später macht. Also wahrscheinlich stellt man sich dann so einen Laboralltag vor und total langweilig und man weiß gar nicht, dass Physiker eigentlich auch zu vielen, also 50% auch in nicht naturwissenschaftlichen Berufen arbeiten dann letztendlich und viele, viele Möglichkeiten haben. Ich habe jetzt in manchen Vorlesungen Biologie für Geowissenschaften oder sowas auf einmal doppelt so viele Leute drin. Und aber ich merke auch, die sind weiterhin verunsichert, was für ein Beruf kommt da eigentlich am Ende bei raus? Was kann ich mit dem Wissen machen? Auch wie stelle ich mein Wissen zusammen? Es ist ja ganz oft so, dass jemand, und das betrifft nämlich auch gerade die Frauen, die denken nicht unbedingt, ich will Mathematikerin werden, sondern die denken, ich kann Mathe, ich will damit was Gutes machen für die Welt. Wie, wo gehe ich da hin? Wie mache ich einen Beruf? Wie wähle ich mir den aus? Was brauche ich da alles dazu an Kompetenzen? Das geht ja natürlich auch über MINT, über reines MINT hinaus. Und das müssen wir an den Unis besser hinkriegen. Das ist noch nicht gut genug, diese Beratung oder dieses Beibringen, wozu ist das alles gut. Dann kommt noch, wenn man sich also den Gender-Aspekt betrachtet, dazu, dass bei den Mädchen dieser ganze Bereich nicht sehr selbstwertdienlich ist in der Pubertät. Das heißt, hier muss man vor der Pubertät Interesse wecken. Und dann ist es so, wenn die Mädchen durch die Pubertät durch sind und sich dann überlegen, oh, ich muss mich jetzt aber entscheiden für ein Studium oder für einen Beruf, dass sie dann zurückfallen auf die Ideen, die sie vor der Pubertät hatten. Und wenn da schon ein Grundinteresse geweckt worden ist, dann können die Mädchen, die jungen Frauen darauf zurückgreifen. Ich selber habe den Girls Day ja auch miterlebt und mitgemacht und fand es auch echt eine gute Sache und von solchen Projekten braucht man einfach viel, viel mehr und auch längere Zeit. Also nicht nur einen Nachmittag, sondern vielleicht eine Woche oder am besten einen Monat. Und es ist schon schön, Betriebe kennenzulernen, wo man sonst vor allem Männer vorfindet. Und man räumt mit Klischees auf. Das ist das Allerwichtigste. Man hat so viele Klischees im Kopf und man muss die alle loslassen und ganz neu selber mal drauf gucken, was das ist. Mir fällt halt oft auf, dass bei Schülern das Problem ist, dass sie nicht so viel mit MINT anfangen können, weil sie nicht so die Motivation dafür bekommen von vielleicht von den Lehrern oder vom Lehrplan auch, was da drin steht. Also ich finde es sehr wichtig eigentlich, den Schülern aufzuzeigen, was eigentlich MINT mit ihrem Alltag zu tun hat. Also wozu geht man eigentlich in den Physikunterricht? Da sollten viel alltagsrelevantere Aufgaben sein. Mittlerweile wird sogar gesagt, also gerade wenn man sich jetzt den MINT-Bereich anguckt, dass es früher üblich war, dass Kinder gebastelt haben, auch technisch gebastelt haben. Das fällt durch die digitalen Medien heute weitestgehend weg, weil irgendwie alles in Embedded Systems existiert. Also man sieht die Technik nicht mehr. Also wir verwenden sie alle, aber sie ist nicht mehr sichtbar. Und wird deswegen von den Jugendlichen auch nicht begriffen als ein Tätigkeitsfeld, sondern sie ist einfach da, sie ist selbstverständlich. Das ist wie so ein Hintergrundrauschen. Wir brauchen eine gewisse Art von Technikmündigkeit. Es gibt Sorgen. Das ganze Internet bringt natürlich enorme wirtschaftliche Vorteile, geht aber zu Kosten des Einzelnen. Also die Frage des gläsernen Mitarbeiters, des gläsernen Autofahrers, des gläsernen Menschen erschreckt die Leute. Und da müssen wir, glaube ich,
die gesamte Gesellschaft dahin bringen, dass der Dialog auch auf Fakten basiert ist. Und da gehört eine gewisse Grundausbildung im MINT auch dazu. Dabei sehe ich das so, dass die Naturwissenschaften und die Mathematik und die Technikwissenschaften und das alles ein Teil der Bildung ist, die wir brauchen, um zu entscheiden, wie wollen wir in Zukunft leben, wie gehen wir mit der Umwelt um. Und da meine ich jetzt nicht nur die Umwelt im Sinne von Umweltschutz, wie viel CO2 gibt es in der Atmosphäre, wie viel Plastiktüten schwimmen im Meer, sondern damit meine ich auch unsere menschliche Umwelt. Die Entscheidungen, die wir treffen müssen, um zu sagen, wie gestalten wir die Zukunft, wie sichern wir uns die neue Welt. Ja.